Herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Florian Sauer, Detox Coach. Ich befinde mich wieder in der Naturtherapie Akademie und heute möchte ich dir mal zeigen, mit welchen einfachen Hausmitteln man den Körper bei leichten, sanften Entgiftungen unterstützen kann, leichte Entsäuerungen, die keinen Urlaub benötigen, sondern die man im normalen Alltag bei fast allen Menschen durchführen kann. Und da geht es natürlich um eine Natronkur. Aber vorher möchte ich dir, bevor wir über die Anwendung, Zubereitung dieses Kurmittels sprechen, auch mal zeigen, dass Natron natürlich in vielen Sachen verwendet wird. Nicht nur als Zahnpflegemittel oder zum Backen, sondern auch als Haushaltsreiniger. Und genau dieses Natron, also NaHCO3, also Sodiumbicarbonat, so kennen wir das, oder Natriumhydrogencarbonat. Hinter dem Natron steht ein Wasserstoffatom und das macht das Ganze so wirksam, ist nicht mit der normalen Soda zu vergleichen, wenn es einen natürlichen Ursprung hat. Und bei uns im Shop gibt es immer zwei natürliche Baking Sodas, die kommen beide aus Amerika, werden beide aus Gesteinsschichten herausgekratzt. Also man sollte auch immer natürliche Natrons für innerliche Anwendung, für äußerliche Natron-Anwendung kann man auch andere nehmen. Und die einfachste Idee, Natron zu verwenden, ist es als Deo zu machen. Stellt euch vor, dass ein Mensch, der stinkt, oder der Schweiß, der stinkt, das ist ja niemals der Schweiß, der riecht, sondern die Bakterien, die riechen. Das heißt, Menschen, die sehr viel schwitzen und sehr komisch riechen, nicht nur über die Achseln, auch am Hals oder am Bauch, Beine, Po oder die Geschlechtsteile sehr komisch riechen oder die Füße, und jeder weiß, was ich meine, das sind Menschen, die bakteriell sehr belastet sind. Deswegen ist es nicht ratsam, sich mit den Menschen sehr körperlich intensiv einzulassen, weil ja Bakterien Überträger von Krankheiten auch sein können, wenn das Immunsystem das Milieu auch hat und empfänglich ist für das. Gibt es etwas, was man dazwischen stellt, was sagt, okay, komm, wasch dich erstmal, mach dich erstmal sauber, ja? Dann ist das vielleicht eine andere Geschichte, aber man sollte natürlich in der Körperhygiene, auch in der Geschlechtshygiene prüfen, auf wen man sich da einlässt. Und gesunde Menschen, die schwitzen natürlich auch, aber sie riechen nicht. Und vielleicht kennst du das, in der Familie gibt es welche, die ganz komisch riechen oder im Freundeskreis und so eine Duftnote hinter sich ziehen und manche eben nicht. Und trotzdem machen sie beim Sport das Gleiche, sie schwitzen. Also weißt du auch, wer von deinen Freunden und Familie sehr stark übersäuert ist, sehr stark belastet ist und bakteriell auch sehr stark belastet ist. Und du solltest ihm helfen. Du solltest ihm eine Unterstützung sein, ihn aufklären und in Umsetzung gehen. Und da ist natürlich das Natron als Deo eine der besten Lösungen, die musst du in deiner Entgiftungsanwendung auf jeden Fall wissen, weil es das natürlichste Deo, was es gibt. Und wenn ich früh aufstehe, ich putze mir immer die Zähne in der Dusche und wenn ich dann rausgehe, mich abtrockne, abtupfe nach dem kalten Duschen, was das D3 aktiviert, dann mache ich mir immer ein bisschen Natron auf die Hand. Ich habe immer so eine Ecke rausgeschnitten, verteile das mit ein bisschen Wasser auf der Hand und gehe zuerst an den Hals, dann unter die Achseln und dann in den Schritt. Nicht erst in den Schritt, dann unter die Achseln und dann an den Hals, du weißt schon warum. So, und dadurch kann ich natürlich den ganzen Tag schwitzen, aber ich werde nicht riechen. Und das hält auch meist über 12 Stunden an. Deswegen ist das Natron das günstigste Deo, was es gibt. Du brauchst diesen ganzen Kram mit Tommy Hilfiger, Chanel und hast du nicht gesehen, nicht mehr. Und Menschen nehmen dich wenigstens noch mit deinem Körpergeruch wahr, aber nicht deine Bakterien, nicht deine Säuren und nicht deine Fäkalschlemme, die eben auch über die Haut, über die Säuren, über die Harnsäure, über den Stress ausgeschieden werden. Ne? So. Bei Männern ist das natürlich eine praktikable Lösung. Die Frau würde sagen, naja, so mit so einer Scheuerpaste unterm Arm, das mache ich jetzt nicht. Deswegen, wir verstehen es ja, bei den Frauen alles etwas schöner und dekorierter und ordentlicher. Da gibt es zum Beispiel von der Bianca Rauch eine sogenannte Deo-Creme. Die war mal bei uns in Kursen und hat dann aus dieser Natronkur zum Deo eine Deo-Creme entwickelt. Die gibt es mit Rosenöl. Ach, wie blumig. Oder zum Beispiel auch als Deo-Granatapfel. Das finde ich schon richtig gut. Aber als Mann braucht man natürlich so eine Deo-Creme als schmierig nicht, aber man könnte sie auch essen und das zeigt die Natürlichkeit dieses Produktes. Findet ihr auch in unserem Online-Shop die Auswahl der Deo-Cremes oder das einfache Baking Soda für den Mann. Und damit kann man sich unterstützen. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Die Deo-Cremes sind auch für Frauen eine ganz wunderbare Alternative zu den normalen Natron. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Da Natron ja in Backmitteln verpacken werden, als Auftriebmittel und es da seine Eigenschaften haben und als Lebensmittel ja auch gilt, kann man es natürlich auch innerlich anwenden. Bei Entsäuerungskuren. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Natriumbicarbonat, Krebstherapie für jedermann. Das ist ein Buch von Marc Zirkus. Das war auch ein Bestseller-Autor in diesem Bereich und ich berufe mich auch auf viele Bildungseinheiten in diesem Buch für dieses Video.
Und er schreibt zum Beispiel Natriumbicarbonat als Antiseptikum. Unter einem Antiseptikum versteht man eine antimikrobielle Substanz, die in lebendes Gewebe eingebracht oder auf die Haut aufgetragen wird, um eine mögliche Infektion, Sepsis oder Fäulnis zu verhindern. Antiseptika unterscheiden sich dadurch von Antibiotika, dass sie vom lymphatischen System transportiert werden und Bakterien im Körperinneren zerstören können. Desinfektionsmittel dagegen zerstören Mikroorganismen und Mikrobiom auf Objekten. In einer Studie fand man heraus, dass die Viruszitter auf Lebensmittelkontaktflächen innerhalb einer Kontaktzeit von einer Minute mithilfe von Natriumbicarbonat in einer 5%igen oder höheren Konzentration erfolgreich um 99,99% verringert werden konnten. Außerdem hat man festgestellt, dass sich durch die Mundpflege mit Bicarbonat eine statistisch signifikante Verringerung der Anzahl der Viren und Streptokokki-Mutans erreichen lässt. Also auch hier wichtig, dass in der alternativen Krebstherapie auch Natron zum Hemmen des Krebstumorwachstums angewandt wird. Und es ist einfach, es ist günstig und hilft uns auf natürliche Art und Weise. So, und um damit eine Natronkur zu machen, nicht um dich in der Krebstherapie zu behandeln, kannst du natürlich auch machen, sondern um deinen Körper zu entsäuern, um ihn zu entlasten, um ihn in schwierigen Zeiten zu unterstützen, nicht nur, wenn alle um dich herum krank sind, sondern wenn du das Gefühl hast, dein Immunsystem ist schwach oder wenn du das Gefühl hast, du riechst komisch oder du scheidest ja komische Sachen aus bei deinen Entgiftungen als Unterstützung oder du merkst, dein Kreislauf macht bei Entgiftungskur nicht so mit wie bei den anderen. Dann hat es ja eine Folge auf die Bluttemperatur und auf den pH-Wert des Blutes. Das Blut ist zu sauer und zu kalt und du könntest, wenn du wüsstest, deinen Körper dabei ein bisschen unterstützen mit einer Natronkur. Das mache ich ungefähr zweimal im Jahr. Auch der Sauer wird manchmal sauer und nicht so basisch. Der isst auch manchmal Sachen, was er keinem erzählt und fällt hier und da auch immer was auf. Ich mache das als Grundvoraussetzung für mich. Zweimal im Jahr, 3 Wochen eine Natronkur, aber mit Zitrone. Das ist ganz entscheidend zu der Natronanwendung, die man sonst kennt. Und du musst dir das so vorstellen, ich stehe früh auf, das mache ich 3 Wochen lang dann genau so. Nehme einen Wasserkocher, mache hier ein bisschen warmes Wasser rein. Ich habe das meistens so 40 bis 50 Grad, also warmes Wasser. So, dann nehme ich mein Natron ohne Aluminiumrieselhilfen und gebe ihm einen halben bis ganzen Teelöffel. Das muss jeder selber wissen, das muss er testen. Die einen vertragen einen halben Löffel, die anderen einen ganzen Löffel. Es sollte einem nicht schlecht werden, es sollte einem nicht übel werden, es sollte einem nicht schwindelig werden. Deswegen muss man das auch von der Körpergröße ausmachen. Ein großer gestandener Mann, der kann da locker einen Teelöffel und halten. So, nach dem Aufstehen trinke ich als erstes dieses Natron. Das kommt jetzt in meinen Körper, kommt in meinen Magen, kommt in mein Blut und erhöht den pH-Wert um pH 0,1. Der pH-Wert des Blutes ist 7,365 und der muss immer so sein. Wenn ich jetzt eine Entgiftung mache und ich löse Säuren, ist ja klar, dass der pH-Wert des Blutes dann mal runter geht, weil es ja über das Blut, über die Niere auch ausgeschieden werden muss, zumindest alle wasserlöslichen Gifte. Und ich hier bei Entgiftungen spüren kann, dass es mir mal nicht so gut geht. Wenn ich frühest dieses Natron trinke, bin ich fitter, bin ich klarer, kann ich mehr Leistung bringen. Das ist wie ein kleiner Immunbooster für meinen Körper. Aber es löst auch aus den Zellen eine säurelösende Aktion aus. Das heißt, Natron bindet Säure an sich, kettet sich mit Säure und zieht natürlich jetzt aus den Lymphen die Säuren raus. Und diesen Prozess möchte ich dann eine halbe Stunde später beenden. Und deshalb nehme ich eine halbe Stunde später mir wieder ein Glas Wasser, so 20 bis 30 Minuten. Mache hier aber kaltes Wasser rein. Denkt euch jetzt mal, das Wasser wäre hier jetzt kalt. So, und dann gebe ich in dieses Glas den Saft einer halben Zitrone. Man kann auch eine ganze Teelöffel nimmt eine ganze Zitrone, wer einen halben Teelöffel, so wie ich jetzt, nimmt eine halbe Zitrone. Und dann gebe ich den Saft einer halben Zitrone in dieses Glas und trinke das 20 bis 30 Minuten später. So, zack. Das ist jetzt das Vitamin C. Das ist jetzt der Immunbooster, der dann das Blut antreibt, sozusagen auch wieder Verdünnung bringt im Körper, dass sich das Natron besser verteilt und deaktiviert die Wirkung des Natrons. So könntest du also jeden Morgen einen kleinen Entgiftungsschub im Körper, indem du Gifte nicht löst, sondern bindest und zur Ausscheidung bringst und den Prozess wieder stoppen mit Wasser mit Zitrone. Und was passiert da jetzt eigentlich, wenn ich mir das bildlich vorstellen möchte? Ich nehme jetzt hier mal ein leeres Glas, gebe jetzt hier nochmal ein bisschen Natron rein. Zack. Und jetzt nehme ich mir nochmal eine Zitrone.
Es gibt ja auch Kuren, wo man Natron mit Zitrone verbindet oder Zitrone ganz weglässt. Und ich finde diese Variante, das so zu machen, für den Körper unglaublich kraftvoll als Entsäuerung. Und man weiß ja auch, dass Natron eine blutverdünnende Eigenschaft hat, also bei Bluthochdruck sehr gut zu empfehlen. Nur Leute, die Blutverdünner nehmen, müssen halt ein bisschen aufpassen. Weil wenn Sie Blutverdünner nehmen und dann noch Natron trinken, dann kann es sein, dass das Blut zu dünn wird. Deswegen bei niedrigem Blutdruck ist Natron nicht so zu empfehlen, auch bei dünnem Blut nicht zu empfehlen. Dann kann man aber nur den Zitronensaft trinken. So, und jetzt gebe ich mal hier ein bisschen Zitronensaft rein. Und dann sieht man, das fängt an zu schäumen und reagiert aus. Ja, als Einstieg könnte man es auch so machen, man lässt es ausreagieren, gibt dann das Wasser dazu. Aber wenn eine richtig effektive Entsäuerungskurve sich anwenden möchte, macht es genauso, wie ich es vorher gezeigt habe. Für 3 Wochen ist meine Empfehlung als ernährungskosmetische Anwendung, um den Körper in ein neues Immunsystem, ein besseres Immunsystem, in eine Entkeimung und antibakterielle Wirkung zu bringen. 3 Wochen lang die Natronkur nach dem Aufstehen, eben dieses Glas warmes Wasser mit etwas Natron zu trinken und dann das Glas kalte Wasser 20 bis 30 Minuten später mit Zitronensaft. Man sollte es nicht in Daueranwendung machen, also meine Empfehlung ist, nie alles ewig zu machen, sondern den Körper in Entgiftungsaktionen unterstützen. Somit 3 Wochen Anwendung. Dann macht man auch wieder mal 3 Wochen Pause, schaut, was tut sich da im Körper so, wie geht es einem damit auch, denn es sind ja Selbstanwendungen, zu denen jeder das Recht hat, keine medizinischen Anwendungen, es sind ernährungskosmetische Anwendungen und nach 3 Wochen könnte man das nochmal machen. Ich mache das einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, also so der Bereich Oktober ist immer Oktober, November wunderbar, vor dem Winter den Körper aufzubauen. Und vor Darmkuren, Darmanwendungen ist auch eine tolle Sache, weil das Natron auch die Darmschleimhäute sehr weich macht, das Gewebe durchblutet und natürlich auch bei Verstopfung eine super Idee sind, ganz natürlich zu arbeiten. Das natürliche Vitamin C hat man auch gleich noch mit dabei fürs Nervensystem. Also eine wunderbar einfache Sache, die sich jeder leisten kann, ohne dass man ein Gerät oder eine technische Unterstützung braucht. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du das mal ausprobierst. Wir werden dir natürlich die Natronkur nach Florian Sauer mit Zitrone auch mal durchgeben, dass du das mal ausprobieren kannst, deine Erfahrungen damit sammeln kannst und ich freue mich natürlich immer auf ein Feedback und dass es dir dann auch geholfen hat. Und damit schließe ich ab. Wir sehen uns bald wieder. Dein Florian Sauer in der Kurapie. Tschüss.